Hi Freunde, da sind wir im Guitar Center Los Angeles und gucken jetzt mal, was wir hier so entdecken an Keyboards und Gitarren. Denn es ist Zeit, dass wir auf dem Alti-Kanal mal ein bisschen Musik-Content bringen. Deswegen gucken wir heute nach Instrumenten und basteln dann einen kleinen Song vielleicht noch später. Da kommt direkt die Sonne raus. Und ich zeige euch mal kurz hier den Eingangsbereich. Sieht man so ein bisschen Guitar Center. Hier gehen die ganzen Leute, die ganzen Musiker aus L.A. einkaufen und wir jetzt eben auch mal. Der Boden ist ziemlich cool. Die ganzen Handabdrücke von den ganzen Rockstars hier überall. Und ja, jetzt gucken wir mal, was wir da drin so finden. Bis gleich. So, wir sind jetzt hier in der Gitarrenabteilung und der Sarazar kann sich noch nicht entscheiden, welches werden soll, denn er möchte gerne eine Konzertakustikgitarre mit Nylon-Saiten. Und hier gibt es nur Stahlseiten überall. Ich habe natürlich jetzt nicht so viel Kohle, dass ich sagen würde, wow, ich gebe jetzt hier eine Million aus, aber die sieht ganz nice. Die sieht ganz nice aus, ja. Spiel sie, ob sie auch gut ist. Die hat viel zu großes Griffbrett, Alter. Das ist für so fettige Hände. Packt der Sarazar seine Skills aus. Einmal wohl sitzen. Zu groß? Nee, es ist nicht mein Grab. Ja, okay, dann müssen wir weiter suchen. Schneiden. Schön. So, nächste Gitarre. Okay, wir müssen in einem anderen Raum spielen, weil hier ist die Akustik zu krass. Das ist noch nicht gestimmt. Das Stimm-Tutorial von Sarazar. Nee, ich stimme jetzt nicht perfekt. Hier ist übrigens die Gitarrenharfe. Kostet nur $5,000. Das war von 1917 oder so, ne? Die ist von 1917 tatsächlich. Die scheppert schon gut, ne? Ja. Aber es ist halt nur für $99. Ja, ich meine, da kann man nicht viel mehr erwarten. Nee, kann man nicht viel erwarten. Nein. Dafür ist er sogar ganz cool. Boah, der Ober, hör mal. Tada! Das ist ein Schepper. Die Schepper-Seite. Also wenn ich mir das mit meinen Gitarren vergleiche, die ich daheim habe, ist es nicht so genial. Geh mal. Oh, geh mal, was ist das für ein Lied hier? Oh, geh mal, nur für dich. Das spielt den Flamenco, Alter. Der junge Kurt Cobain. Ja, Alter, aber der Kurt Cobain ist schon tot. Ja. So, ich glaube, wir haben uns für eine Gitarre entschieden. Die hier soll es sein. Ein Prachtexemplar für $99. Ein richtiges Prachtexemplar. Naja. Also, alle sind glücklich. Ja, die ist cool. Die ist cool auf jeden Fall. Der Sarazar hat sie eben auf Herz und Nieren getestet. Warte, warte. Yeah, maximum Respekt. Ja, würde ich sagen, Gitarre haben wir erledigt. Dann suchen wir mal weiter nach einem Keyboard. Denn das brauchen wir auch noch, um hier ein bisschen Synthi-mäßig was zu schreiben. Und dann sehen wir uns wieder bei den Keyboards.
So, jetzt sind wir in der Keyboard-Abteilung. Überall Keyboards, hinter mir, vor mir. Und der Sarazar. Und der Sarazar und noch mehr Keyboards. Und wir schauen jetzt mal. Also hier gibt es kurze Keyboards, lange Keyboards und verschiedene Marken natürlich. Aber man muss darauf achten, wegen deutscher und englischer Tastatur, ja? Oh Mann, war der schlecht. Also das sind eher hier so Oldschool-Keyboards und so Stage-Pianos, was wir hier haben. Also wo die Sounds wirklich aus dem Keyboard selbst kommen. Wir suchen eher einen MIDI-Controller, denn wir machen das meiste so mit Software-Instrumenten im Rechner dann. Und da muss man quasi nur was haben, um die anzusteuern. Dafür sind so MIDI-Keyboards eigentlich am besten. Bestenfalls mit USB-Anschluss, dann kann man die nämlich direkt in den Rechner stöpseln und loslegen. So, und hier sehen wir jetzt gerade eine Piano-Session. Ja, die beiden hier haben eher so ein richtiges, so ein E-Piano jetzt vor sich. Ich soll noch was erzählen gerade, damit das Video länger wird hier bei den Circle of Alchemist wegen der Watchtime. Wisst ihr, Watchtime ist voll wichtig bei YouTube heute, damit das Video angeklickt wird. Wehe, gebt denen keinen Daumen hoch, denn wir haben einiges vor heute. Wir haben einiges vor in den nächsten Tagen und ihr werdet vielleicht dann sehen, was wir so alles vorhaben in Kürze. Lasst euch mal überraschen, ne? Lasst euch mal überraschen, was das alles noch wird. Ja, genau. Wenn Welt-Legenden-Tracks. Ja, ich weiß nicht genau, was du gerade erzählt hast, weil ich bei den Keyboards Alter, war. Aber die ja. sind so galantes, das gibt's gar nicht. Jungs, was nehmen wir jetzt für eins? Wir stehen hier die ganze Zeit rum. Ich bin für das hier. Wir müssen uns entscheiden. Wir brauchen ein kleines, ne? Für schnelle Programmierung, für easy Sachen. Mich genau. Das Problem ist, wir wissen nicht, ob wir die ganze Sache mitnehmen können. Das gleiche gilt für die Gitarre, die ich gekauft habe. Ja, damit könnten wir auf jeden Fall gut arbeiten. Das stimmt. Ja, also hört einfach mal auf den Sarazar. Der Sarazar, der hat die Ahnung. Der ja, Alter. Mein alter Hase. Man sieht's an meinen Haaren. Ich passe hier voll rein in den Laden. Geh mal Haare schneiden, Sarazar. Ja, klingt gut. Aber wir nehmen es mit. Klingt gut. Passt schon. Ist nicht gewichtet. Nee, ich glaube nicht. Ja. Ich glaube nicht. Ist auch schön blau-weiß. Das ist immer das Dafür ist es zu billig. Wir werden keine Träume von 9,5 Dollar. So, dann kaufen wir mal das gute Stück. Wir haben uns ja schnell entschieden. War eine leichte Entscheidung. Hat nur 3 Stunden gedauert. Ja. Kann man das nicht irgendwo mal anspielen? Eigentlich. Ich glaube das. Die Katze im Sack. Ich glaube das nicht. Wir kaufen jetzt den Benni im Sack. Den Benni im Sack, genau. Oh, was für schöne Kleider. Mein Herz geht mir auf. Liebe Freunde, herzlich willkommen. Nein, film mich nicht. Und er flog rauf gerade das Keyboard. Ist das immer wunderschön. So schön. Okay, doch nicht. Guck mal, das ist nice. Kann man richtiger DJ sein. Ja, die bleiben ja wenigstens wissen, ja, dass ich ja öfter auch im Berghain in Berlin und sowas auflege. Genau. Ich bin da unter einem anderen Synonym, deswegen lasst euch mal überraschen, wenn ihr meine Clubkarriere, vielleicht seht ihr mich irgendwo mal. Vielleicht kann man hier sogar was machen. Komm, wir drücken mal Play. Es dreht sich, man hört leider nichts. Oh, das ist eine geile Platte hier. Das ist mein neues Album. So, Keyboard ist gekauft. Der Flo hat's da gerade schon unter dem Arm. Ja, und jetzt fehlt nur noch die Gitarre. Die kauft gerade der Sarazar da im Hintergrund. Und dann können wir eigentlich schon zurück zum Haus und ein bisschen musizieren. Alter, hier geht so die Post ab. Jeder hier zockt Gitarre um einen rum. Man versteht sein eigenes Wort nicht. Und es sind ungefähr 5 oder 6 große Welthits durcheinander, die hier gezockt werden. Ihr könnt ja mal raten, ob ihr erkennt, was hier im Hintergrund alles auf einmal gespielt wird. Ich habe den Überblick verloren. Aber cooler Laden. Einkaufsbummel erfolgreich abgeschlossen. Da die Jungs. Und jetzt gucken wir mal, ob wir hier rauskommen. Ich gebe Benni mal die Kamera kurz, weil ich glaube, ich muss ein Receipt zeigen. So, man kommt hier nämlich nur raus, wenn man diesen Receipt dann nochmal vorne am Ausgang zeigt, für was auch immer man sich gekauft hat, sonst lassen die ja nicht gehen. Und dann haben wir immer in einem ein Instrument gekauft, in einem der berühmtesten Gitarrenläden von ganz Los Angeles. Sehr, sehr cool. So, wenn man den Stempel drauf hat, darf man gehen. Sind wieder auf dem Walk of Fame hier mit den ganzen Rockstars. Einmal jetzt hier was gekauft hat, so, und dann damit rauskommt. Ein schönes Gefühl, das war unser kleiner Ausflug in den Gitarrenladen. So, da sind wir zu Hause angekommen mit unseren neuen Beutevorräten, der Gitarre und dem Keyboard. Man hört schon, der Walle ist nicht mehr wegzukriegen von seiner Gitarre. Gibt hier nur noch Sarazar-Gedudel durch die ganze Bude. Und draußen gewittert es schon.
Wir haben einen, der vier Tage erwischt, in denen es im Jahr in L.A. Gewittert. Das ist der Soundtrack dazu. Oh Gewitter, es gewittert so sehr. Wir können hier nicht raus. Und die Scheibe ist außerdem kaputt. Total der Hit. Falls ihr es noch nicht gesehen habt. Hol dein Keyboard raus, Junge. Ja, okay, ich hol das Keyboard und wir jammen noch eine Runde.